Was bedeutet ballern? Heute sprechen wir über dieses Wort. Alex hat mich in einem YouTube-Kommentar darum gebeten, über dieses interessante deutsche Wort zu sprechen. Also werde ich mal ein bisschen darüber sprechen. Ja, ballern. Das ist ballern. Ja, das ist zumindest die Bedeutung, die mir als erstes in den Sinn kommt. Ja, also laut mit einer Waffe schießen. Das ist die erste Bedeutung, die mir in den Kopf kommt. In manchen Videospielen, ja, schießt man mit dem Gewehr und manche Leute, besonders Eltern, nennen das Ballerspiele. Ah, du musst immer diese Ballerspiele spielen, ja, weil man da bam, 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 ballert in diesen Spielen. Ich meine, diese Spiele machen auch Spaß, aber stimmt schon, es ist ein sehr gewalttätiges Spiel, ja, zum Beispiel GTA. Ja, es ist sehr gewalttätig, ein Ballerspiel. Dann, also eine andere Bedeutung ist laute, krachende Geräusche machen. Ja, zum Beispiel zu Silvester ballert es wieder ordentlich. Ja, also zu Silvester machen viele Leute laute, krachende Geräusche. Und das steht auch im Zusammenhang mit der anderen Bedeutung. Ja? Wenn ich mit einem Gewehr schieße, dann mache ich auch laute, krachende Geräusche. Bei beide Male baller ich. Ja? Ich kann ballern mit einem Gewehr, ich kann ballern mit einem Feuerwerk. Ja? Und das ist die zweite Bedeutung. Die dritte Bedeutung ist, etwas laut gegen etwas werfen oder schießen. Ja? Zum Beispiel mit einem Fußball. Ich kann den Fußball gegen eine Wand ballern, ja? Gegen eine Wand schießen. Ja? Und das Beispiel auf Wiktionary ist, ihr hört nicht auf, den Fußball gegen unseren Zaun zu ballern. Ja? Also das ist auch ein sehr passendes Beispiel, weil das auch ein lautes, krachendes Geräusch macht, ja, wenn ich einen Fußball gegen einen Zaun baller. Es gibt auch noch ein paar weitere Bedeutungen, die nicht so gebräuchlich sind. Zum Beispiel jemanden eine ballern, ja, jemanden ohrfeigen, jemanden ins Gesicht schlagen mit der flachen Hand, das ist auch jemanden einen ballern. Ja? Macht das nicht. Gewalt ist nicht okay. Also, baller niemanden ein. Einen ballern. Alkohol konsumieren. Ich habe das Wort noch nie in dieser Bedeutung gehört, aber das Wörterbuch sagt, man kann auch sagen, ballern, wenn man Alkohol konsumieren meint. Ja, also da hat jemand wohl zu viel geballert. Heißt, der hat wohl zu viel Party gemacht, der hat zu viel Alkohol getrunken, der hat zu viel geballert. Und die letzte Bedeutung, die mir das Wörterbuch gibt, ist intravenös Heroin konsumieren. Ja? Das sind die Venen, ja, die Venen sind die blauen Linien auf dem Arm. Wenn also etwas intravenös ist, dann bedeutet das, dass man es in die Vene schießt. Ja? Und so konsumieren die meisten Heroin-Nutzer ihr Heroin, indem sie es in die Vene ballern. Ja? Das ist die letzte Bedeutung. Die ist sehr traurig, wenn Leute so etwas machen. Traurig, wenn Leute sich Heroin in die Vene ballern. Okay? Das war's. Das waren die 6 Bedeutungen des Wortes ballern. Jetzt hast du ein weiteres Wort gelernt und
ich sollte vielleicht ganz groß sagen, es ist ein umgangssprachliches Wort. Ja? Also dieses Wort ist sehr umgangssprachlich. Man würde dieses Wort wahrscheinlich nicht wirklich in formaler Sprache finden. Okay? Also ein sehr umgangssprachliches Wort, ballern. Ja? Den Fußball gegen den Zaun ballern, jemanden eine ballern, Feuerwerke anzünden und so ballern zu Silvester oder eben Ballerspiele spielen. Das waren die Bedeutungen von Ballern. Bis dann. Tschüss.